mache ich das nun? Also meine Bedürfnisse kennenlernen geht über verschiedene Wege. Habe ich eben zwei Möglichkeiten, die wir bieten, unter anderem noch genannt. Aber wie können Sie jetzt, wenn Sie Ihre Bedürfnisse kennen und im Moment, in dem ganz spezifischen Moment, ist es ja durchaus so, dass man seine Bedürfnisse kennt. Wenn Sie zum Beispiel zu Hause sind und das Telefon klingelt und es ist für Sie ein wichtiges Gespräch, dann haben Sie das Bedürfnis, bei diesem wichtigen Gespräch nicht gestört zu werden. Aber was machen die Kinder? Die werden Teufel tun. Es ist die beste Möglichkeit, an Mama rumzuzerren, wenn sie sich mit jemand anders beschäftigt. Dann komme ich, weil dann vermute ich, dass sie sich von mir abgewandt hat. Das macht man bei Papa auch so, aber mehr bei Mama als bei Papa. Dass sie sich also von mir abgewendet hat und das ist etwas, was ich nicht so akzeptieren kann als Kind. Also da muss ich sozusagen gegensteuern und muss dafür sorgen, dass Mama ihre Aufmerksamkeit wieder voll auf mich zurückfindet. Also zerre ich an Mama, Mama, Mama und Mama versucht hier auf der einen Seite ihr Kind nicht zu frustrieren und auf der anderen Seite, sie möchte ja ihrem Kind Ja sagen, aber jetzt, da sie ja mit ihrer Freundin oder mit sonst wem spricht, ist es notwendig, dass sie Nein sagen muss. Nein sagen ist aber keine Lieblingsbeschäftigung von besonders nicht von Müttern. Man sagt ja schon so dauernd Nein, wenn das Kind da irgendwo an die Stereoanlage geht oder an die Steckdose geht oder an den Herd anfassen will oder solche Dinge. Das sagt man ja schon ganz häufig ziemlich strikt Nein und irgendwo steht auch geschrieben und wird auch immer wieder gesagt, dass Kinder hier dieses Nein ganz dringend brauchen, um ja richtig erzogen zu sein. Ich kann mich erinnern, dass ich, als meine Tochter noch klein war, in der Ausbildung zum Kinderarzt Frage sehr, sehr intensiv immer wieder beantwortet wurde und einen Haufen Begründungen gab, dass das richtig ist, ganz strikt Nein zu sagen, weil wenn man nicht so richtig kategorisch und konsequent Nein sagt, die Kinder nicht hören. Und dann kommt noch dazu, dass wir als Erwachsene eben gerne hätten, dass die Kinder, wenn wir Nein sagen, dieses Nein nicht nur anerkennen und akzeptieren. Ein Papa hat mir gesagt, wenn ich Nein sage, muss mein Kind gehorchen. Ja, so erzieht man Gehorsame und Gehorsamkeit und auf keinen Fall Kreativität. Damit ist wird die Kreativität und das Selbstwertempfinden tatsächlich auch abgebaut und klein gemacht. Weil jemand, der gehorchen muss, was ist der wert? Kann man auch einen Erwachsenen fragen, wenn er gehorchen muss, wie viel wert ist er dann?
im Gegensatz zu jemandem, der mitbestimmen kann, auf den auch Wert gelegt wird und der angehört wird und dessen Ideen auch mit wahrgenommen werden. Nun geht es aber bei dem Telefonieren nicht darum, das eine Bedürfnis gegen das andere abzuwägen und wertzuschätzen, sondern hier gibt es einfach die Situation und das Bedürfnis eines Erwachsenen, jetzt ein Gespräch zu Ende zu führen. Aber es gibt nicht die Notwendigkeit für das Kind, das aus einem Verstandesgrund, also mit seinem Verstand, anzunehmen und dem Erwachsenen, der Mama, eine Absolution zu erteilen dafür, dass sie diese Forderung gestellt hat. Aber wir als Erwachsene hätten diese Absolution gerne. Wir möchten nämlich als gute Erwachsene dastehen. Wir möchten nämlich, dass unsere Kinder uns insofern akzeptieren und wahrnehmen, dass wir liebevolle und gute Eltern sind und verstehen liebevoll immer nur sei lieb, was ja tatsächlich bedeutet, funktioniere, und hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Wenn ich mit großer Zuwendung und Wahrnehmung auch der Bedürfnisse meines Kindes deutlich sage, mein liebes Kind, jetzt telefoniere ich und ich möchte nicht, dass du mich störst. Schau nach, wie du dich inzwischen beschäftigen kannst. Danach können wir miteinander sprechen. Das ist eine klare, eindeutige Aussage und Ansage, die nicht vom Kind fordert, dass es das akzeptiert. Das muss es nicht akzeptieren oder nicht gutheißen, aber es muss sie ausführen und darf dabei ruhig schreien und heulen und frustriert sein. Es ist wichtig, dass es zur gleichen Zeit bemerkt, dass es mit diesem ganzen Getue und Gehabe und mit diesen ganzen emotionalen Ausbrüchen an dieser Ansage nichts ändert. Das Erstaunliche ist, dass Kinder das tatsächlich beginnen zu akzeptieren. Und nun komme ich wieder zurück auf die Familie, bei der Papa so frustriert war, weil er jetzt eigentlich der Zurückgewiesene.